Liebe Freunde des Deutschlandkuriers, die Ergebnisse in Thüringen, Sachsen und Brandenburg haben uns allen Mut und Kraft geschenkt, unbeirrt für unsere patriotische Sache zu streiten. Allen Repressionen und Diffamierungen zum Trotz setzen die Wähler ihre Hoffnungen in die Alternative für Deutschland. Unser Dank gilt daher den Wahlkämpfern in Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Besonders erfreulich ist, dass die Landtagsfraktionen in Thüringen und Brandenburg nunmehr experimentell für das gesamte Land aufzeigen können, welche gestalterische Kraft einer oppositionellen AfD mit Sperrminorität innewohnt. Insofern kommt den Fraktionen unter Führung von Björn Höcke in Erfurt und Hans-Christoph Berndt in Potsdam eine Vorreiterrolle zu, die hoffentlich auch bald die AfD auf Bundesebene nutzbar machen kann. Die beiden Ostfraktionen werden ganz Deutschland zeigen, wie die AfD trotz fehlenden Koalitionspartners gestalten wird. Möglicherweise wird es bald hauptamtliche Verfassungsrichter auf Vorschlag der AfD geben. Verfassungsänderungen werden ohne Einbindung des patriotischen Lagers unmöglich sein und Untersuchungsausschüsse grausiger Alltag für die Herrschenden. Die CDU hat sich inzwischen aufgrund grotesker Machtkonstellationen als konservative Partei vollends selbst diskreditiert. Und nun ja, eigentlich hat sie ihr wahres Inneres erneut offengelegt. Sie will um jeden Preis regieren, stets auch gegen den Willen des Volkes. Doch was nun an Unkenrufen der Establishment-Medien zu vernehmen ist, kennt man bereits aus Österreich, wo FPÖ-Chef Kickl Volkskanzler werden will. In der Bundesrepublik heißt es ebenso wie in Österreich, man könne sich ja vorstellen, mit den Patrioten zu koalieren. Doch hierfür müssten sie sich der Kickls, Höckes und Berndts entledigen. Verhausschweinung, um endlich an die Tröge der Macht zu gelangen, das ist die Losung, die die etablierten Kräfte nun listig aussenden. Listig ist ihr Vorgehen, weil sie wissen, auch innerhalb der FPÖ oder AfD in Teilen Gehör zu finden. Ich möchte es keinem Parteifreund vorwerfen, dass er möglichst schnell in Regierungsverantwortung gelangen will, um die Lage ja den Selbstmord unserer Heimat beherzt abwenden zu können. Doch wir selbst müssen die Konditionen hierfür bestimmen. Wir sind keine Bittsteller beim Adenauerhaus, wir müssen selbstbewusst unseren Kurs halten. Es waren nämlich Höcke und Berndt samt ihrer mutigen Mitstreiter, samt all der mutigen Frauen und Männer, die bewiesen haben, dass gerade das Grundsätzliche, das konsequente Beharren auf dem richtigen Weg zum Erfolg führt. Immer mehr Bürger, aber gerade die Jugend, möchte nicht länger von einem Solingen ins nächste taumeln, um irgendwann erschöpft in einem vollends fragmentierten Deutschland im Niedergang aufzuwachen. Sie schätzen die Entschlossenheit unserer Brandenburger und Thüringer Parteifreunde und haben gerade ihnen diese fulminanten Ergebnisse beschert. Und das Establishment weiß, dass es gerade all die Höckes, Springers, Holochs, Berndts, Holmes, Kaufners, Teskes, Bragers und Haselhoffs sind, die für diesen erfolgreichen Kurs stehen. Mit dem Frohlocken zukünftiger Regierungsbeteiligung will sich das Establishment der widerständigen Kräfte in der AfD entledigen. Doch Brandenburg und Thüringen haben gezeigt, dass der Wähler eine AfD gutiert, die den Mut hat, sich auch nach dem Potsdamer Korrektivmärchen zur Idee der konsequenten Remigration zu bekennen, die die Mosaikrechte im Sinne Benedikt Kaisers lebt und den Austausch zwischen Vorfeld und Partei vorantreibt, die alternative Medien als Partner und nicht als Dienstleister zur Befriedigung der eigenen Eitelkeiten begreift, die unsere Jugendorganisation, die junge Alternative, ihr Feuer und ihre smarten Provokationen für sich zu nutzen weiß, die keine Angst vor dem Bekenntnis vor einer Szene im Sinne Kubitscheks hat, welche zunehmend vom Verfassungsschutz mit Repressionen überzogen wird, die entschlossen ist, auch gegen alle Widerstände Kurs zu halten, Stand zu halten. Halten wir in der AfD im patriotischen Lager zu all jenen, die bereit sind, standzuhalten. Imitieren wir nicht den politischen Gegner, wenn das Morden in unseren Innenstädten stattfindet und üben wir uns nicht in abgedroschenen Betroffenheitsfloskeln. Seien wir gemeinsam zornig, gewillt, demokratisch zu kämpfen und nicht nur Mehrheiten auszumauscheln. Für uns als AfDler im Westen heißt es zukünftig, seien wir im Herzen ein wenig mehr Brandenburger, ein wenig mehr Thüringer und wir werden gewinnen.